Hallo, mein Name ist Christoph Eschweiler. Ich bin Berater bei der CPRO Industrie und ich möchte Ihnen eine Funktion in der S/4HANA Cloud zeigen. Heute zeige ich Ihnen einmal die Enterprise Search. Dazu hat man in der Shell Header Bar im Fiori Launchpad eine Lupe und kann dort eben nicht nur über alle Objekte, sondern auch eben einzelne Funktionen und Objekte des Systems hier suchen. Arbeitsplätze wären hier beispielsweise zu nennen, Fakturen, es gibt Fonds, es gibt Inventurbelege, Lagerplätze, ganz viele Möglichkeiten. Beispielsweise ein Produkt, dann gibt man in der Filterleiste den Produktnamen mit ein und bekommt als Ergebnis eben eine entsprechende Übersicht mit Informationen dazu, aber auch die Verlinkung zu entsprechenden Applikationen, weiterführenden Apps, die eben eine weiterführende Analyse, beispielsweise Übersicht der Materialbelege oder auch eine Bestandssituation, in dem Falle für das Material-Produkt, eben dann zeigt. Hier haben wir eine Übersicht aller Werke mit den Chargen und Lagerorten. Auch eine Bestandsentwicklung ist hier grafisch mit eingebaut. Wir gehen mal wieder zurück und schauen uns mal einen Fertigungsauftrag an. Wenn wir jetzt diesen Fertigungsauftrag suchen, dann wird ersichtlich, neben den generellen Informationen, dass sich diese Apps, die wir hier unten angezeigt werden, natürlich basierend auf der Komponente oder dem Objekt, nach dem wir suchen, entsprechend ändern und wir eine andere Auswahl bekommen. Beispielsweise kann man hier für diesen Fertigungsauftrag, das ist dann für das Controlling ganz interessant, in die App Belegflussanzeigen navigieren. Man hat hier eine Übersicht des operativen Belegflusses, aber auch die Möglichkeit, sich den Hauptbuchbelegfluss anzeigen zu lassen und das Ganze, wenn möglich, sogar als T-Konto. Die Enterprise Search kann aber noch viel mehr. Sie haben nämlich auch die Möglichkeit, entsprechend einfach nur über alle Objekte hinweg zu suchen. Das machen wir im nächsten Schritt. Zuerst aber auch die Möglichkeit, eben entsprechende Apps sich anzeigen zu lassen. Man bekommt eine Liste, wenn man nur Stichworte schreibt, und kann dann hieraus entsprechende Apps öffnen, die man eben nicht über den App-Finder sich dem User zugeordnet hat. Alle Apps bzw. alle Objekte im System kann man sich anzeigen lassen. Man erhält links dann, wie hier zu sehen, eine Filtermöglichkeit. Das ist alphabetisch sortiert nach den einzelnen Objekten. Und kann dann eben gezielt durch das System navigieren und mir auch hier dann entsprechende Informationen oder Navigationen zu anderen Apps ermöglichen. Das Ganze ist filterbar. Und weitere Videos finden Sie hier auf unserem Kanal.